Schauen wir uns jetzt also den zweiten Grund für den Jojo-Effekt an. Dieser hat etwas mit normal essen zu tun. Eine der oft gestellten Fragen ist, wenn ich einmal mit der Power-Diät abgenommen habe, kann ich danach wieder normal essen? Nun, was versteht man unter normal? Ich zeige dir jetzt gleich einen Ausschnitt aus einem anderen Video. Ich empfehle dir also jetzt mal dieses Video hier zu Ende anzuschauen und danach dieses andere eingeblendete Video, dann hast du ein Gesamtbild von dieser Sache, das ich jetzt dir erklären will. Und aus dieser Frage ist zufälligerweise eine Studie entstanden, welche unter anderem ergab, dass kein Mensch das Gleiche ist wie jemand anders. Nochmals, es hat sich also gezeigt, dass unter diesen 5000 Leute kein einziger Mensch ein Zwilling hat, das genau das Gleiche ist wie jemand anders. Du denkst, völlig unmöglich? Das dachte ich auch. Schau mal, nur weil die Leute gerne Brot essen, bedeutet das nicht, dass alle die gleiche Brotsorte essen und in der gleichen Menge wie jemand anders. So hat man also schon einmal der erste Unterschied. Die einen essen Brot am liebsten mit Käse. Da es aber unterschiedliche Käsesorten gibt, essen Leute also nicht das gleiche Käsesandwich und so weiter. Dann gibt es diejenigen, welche ein Salami-Sandwich essen, jemand wiederum mit Schinken und so weiter. Doch ich habe hier eine kleine Auswahl von echten Essgewohnheiten, welche man mir bei dieser Frage beantwortet hat und man tatsächlich als Studie verwenden kann. Nur so nebenbei erwähnt, die meisten fangen mit dem Satz an. Somit sind die eigenen Essvorlieben oder Gewohnheiten das, was man als normal für sich selbst bezeichnet. Und logisch, das, was wir als normal empfinden, empfindet vermutlich jemand anders als nicht normal. Hier ein konkretes Beispiel. Für meinen Bruder ist ein Stück Brot mit Butter, Nutella und mit Aufschnitt belegt etwas Normales. Konkret bedeutet, dass das, was wir als normal essen betrachtet haben, ist genau das war, was uns hat zunehmen lassen. Und es wird es wieder tun. Darum sprechen sehr viele von einer Nahrungsumstellung. Doch weil niemand das will, eine Nahrungsumstellung auf sich nehmen, überhört man es gerne. Man nimmt es zwar zur Kenntnis, aber hier kommt es rein und hier geht es wieder raus. Und genau das öffnet natürlich für Falschversprecher Himmel und Hölle. Sie versprechen dann irgendwelche Kuren oder Systeme, um den eigenen Stoffwechsel wieder in Schwung zu bringen oder aus dem Keller zu holen. Tatsächlich gibt es keine Kur, wo man von Zunehmen geheilt wird. Zunehmen ist keine Krankheit. Ab und zu höre oder lese ich, ich habe diese oder jene Stoffwechsel- oder Hormonkur gemacht, hat aber nicht geholfen, weil ich alles wieder zugenommen habe. Es gibt also nicht so etwas wie, ich mache jetzt diese Kur und danach bin ich davon geheilt, dass ich von Schokoladeessen zunehme. Die Diät hatte versprochen, dass ich danach alles essen kann, was ich will, und ich nehme nicht mehr zu. Das war ein Reinfall. Sorry, aber wer auf so etwas reinfällt, ist selber schuld. Die Pille oder die Übungen, welche den Fettstoffwechsel ankurbeln sollten oder den Kohlenhydratstoffwechsel in Schwung bringen sollten, das ist alles Humbug. Schau mal, ich habe keine Ahnung, was du isst, aber es ist genau das, was du jetzt am Essen bist, das dich zunehmen lässt. Und egal was du machst, egal wie du abnimmst, es wird es immer wieder tun. Es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass sie ihren Stoffwechsel irgendwie so dressieren können, dass sie danach Schokolade und Kuchen, Kekse und so weiter essen können, ohne wieder zuzunehmen. Nochmals, wer also auf sowas reinfällt, ist wirklich selber schuld. Warum funktioniert FDH, sprich frisst die Hälfte, nur beschränkt? Weil man weiterhin, ohne die Nahrung umzustellen, fortfährt, das zu essen, was dick macht. Also, es ist genau das, was man für sich selbst als Normalessen empfindet. Sobald man aber wieder eine ganze Portion isst, ist es um uns geschehen. Und genau so verhält es sich mit den Leuten, welche sagen, ich ernähre mich normalerweise gesund, was auch immer das bedeuten mag. Und trotzdem schleppen sie 20 und Kilo mehr mit sich herum und haben dieses oder jenes andere Leiden. Dann versuchen sie es mit Vitaminen. Vitaminen ist eigentlich eine gute Sache. Oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und nichts verändert sich. Dann nehmen sie auf die eine oder andere Art ab. Und nachdem sie abgenommen haben, fangen sie wieder an, sich normalerweise gesund zu ernähren und alles kommt wieder zurück, inklusive die Leiden. Also liegt es auf der Hand. Das, was man glaubte, es sei gesund essen, ist in dem Fall eben doch nicht so gesund. Klar, die anderen sagen es, das sei gesund essen. Aber das Einzige, was zählt, ist das Resultat. Unabhängig davon, was irgendjemand
sagen kann. Da ich ohne Salz zu essen empfehle, fragt man mich oft auch, muss ich danach immer salzfrei essen? Nun, es ist das Gleiche, ob man mich fragen würde, muss ich danach weiterhin auf Süßigkeiten verzichten? Nein, natürlich nicht. Du musst überhaupt nichts. Jedermann kann tun und lassen, was es will. Wenn man aber ohne Salzkonsum abnimmt, dann liegt es auf der Hand, dass man von zu viel salzigen Speisen man eben zunimmt. Somit muss das jeder selbst entscheiden, muss sich aber nicht beklagen, wenn der Jojo-Effekt eintritt. Also, wenn jemand dem Jojo-Effekt entkommen will, so muss sie oder er sich dessen bewusst sein, dass es eine Umstellung braucht. Und diese Umstellung sollte auf die eine oder andere Art irgendwie beibehalten werden können. Doch da die Leute diese Aussage nicht akzeptieren wollen, kommen sie oft mit dieser Aussage wie: Aber ich kenne jemand, das bla 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 und nicht zunimmt. Und das schauen wir uns gleich im Kapitel 13 an.